was mir mittlerweile auffällt, Social Media ist einfach so krass geworden. Es ist eine unglaublich tolle Plattform, aber mittlerweile nutzt es jeder, um sich blöd darzustellen, sich auch darzustellen, wie man tatsächlich auch nicht ist. Jeder ist Model, jeder ist toll, jeder ist schön, jeder ist keine Ahnung was. Also ich meine, das ist, viele vergessen auch, Modeln ist ein Job und so, man muss abliefern können. Und klar, mit Photoshop hin oder her, ich habe auch mal irgendwie ein Pickel oder so weggefotoshoppt, das ist auch klar und das gebe ich auch ehrlich zu. Aber dann noch zusätzlich kommt noch dazu, dass man dann auch mittlerweile auf Instagram so krass die Leute, sage ich jetzt mal, hintergeht, seine Followerschaft hintergeht, indem man Dinge auch verkauft und sonstiges, an einem Tag das Produkt, am anderen Tag das. Und ich merke das auch extrem, zum Beispiel meine Followerschaft. Wenn ich was poste über Kunst und Kultur oder etwas Interessantes, auch was Politisches, habe ich sofort 200 Follower weniger, wo ich mich dann denke, okay, wenn ich ein Bikini-Bild hochladen würde, wie manche andere Instagram-Blogger tatsächlich, da schießt es in die Höhe. Und da sehe ich halt gesellschaftlich, dass es irgendwie auch schon ein bisschen komisch ist, wo das Interesse auch ein bisschen geht. Ich meine, Unterhaltung ist das eine Ding, aber ich meine, man kann sich doch auch für die Dinge einfach mal interessieren und auch einfach sich weiterbilden. Und das finde ich ein ganz schwieriges Thema, weil die meisten verbringen so viel Zeit auf Instagram, dass es auch extremen Einfluss auch nimmt, wenn die alleine in der Schule hocken und auf dem Handy irgendwie versteckt Instagram anschauen, verbringen sie ihre Zeit lieber irgendwie jemanden anzuschauen und nachzuahmen, der voll gefotoshoppt ist und auch teilweise ein Leben hat, was gar nicht so wirklich ist. Und haben das als Ziel, ihr Lebensziel, stattdessen und eine Preisträgerin zum Beispiel, die gewisse irgendwie für ihre Arbeiten, wissenschaftlichen Arbeiten auch Preise bekommen hat zum Beispiel, solche Leute werden nicht, sage ich jetzt mal, sind nicht so fasziniert von solchen Leuten und das finde ich irgendwie schon krass, wie irgendwie das sich so Instagram annimmt. Ist gefährlich. Jetzt schaffe ich die perfekte Brücke zu Ihnen, Herrn Templin, damit Sie mir nicht böse sind, dass ich Sie unterbrechen musste. Ist Instagram vielleicht gefährlicher sogar noch für die Jugend, als das Gendern ist? Naja, wenn wir über das Thema Cybermobbing und so weiter sprechen, das ist nun mal gravierend. Früher war sozusagen ja die verbale Gewalt, so schlimm sie auch war, die war auf dem Schulhof, im Schulbereich. Und jetzt wird sie nach Hause getragen. Und sowas wie Instagram, dass man sagt, das sind dann die Models, das ist so das Idealmaß, das ist so das Bild. Da wird ja auch ein Bild transportiert. Übrigens, was dann wieder auch, glaube ich, weitergeht. Ich hatte gerade mit ein paar Handwerkern auch drüber gesprochen, dass die keinen Nachwuchs finden. Ja, warum? Weil alle irgendwas mit Medien bei YouTube oder Instagram machen. Da macht man dann ein paar Fotos und dann verdient man mehrere Milliarden Euro. So ist es ja wahrscheinlich. Ja also und Milliarden vielleicht nicht direkt, aber naja, wir gucken mal, wie Millionen. Die Inflation sich sind es vielleicht ein paar Milliarden. Aber Fakt ist, dass das natürlich ein Bereich ist, wo wir ganz doll aufpassen müssen, weil wir auch da wieder nicht hinterherkommen, weil da technisch, zum Beispiel wenn es mit Internetkriminalität verbunden ist, wenn ich da bedenke, was für Polizeiarbeit, wie die beschränkt wird, weil die nicht genug Rechner haben, hinterher zu sein und so weiter. Und dass es dann zu viel wird, um auch wieder, da bin ich wieder beim Thema Kinder und Jugendliche, zu sagen, wie sie da tatsächlich geschützt werden. Und wer dann auch sagt, in so einer verantwortlichen Position, passt mal auf, das ist auch gefährlich, alleine schon das Suchtpotenzial, finde ich das richtig, weil klar, man kann es juristisch nachbearbeiten und hinterhergehen, aber dann ist meistens das Kind im wahrsten Sinne des Wortes schon im Mund gefallen. Herr Parin, anstatt die Videos zu produzieren, wollen Sie jetzt vielleicht Influencer werden? Es scheint ja sehr lukrativ zu sein. Wie wäre das für Sie? Das bin ich schon. Ach, Sie sind schon Influencer. Keine Ahnung, was Influencer bedeuten soll. Geht darum, wenn Ihnen viele Menschen folgen. Wie viele folgen Ihnen denn in den sozialen Medien? Das ist nur eine Zahl. Sagen Sie doch auf Instagram. Nee, das ist nicht wichtig, denke ich. Ich glaube eher, Instagram wird hier gerade instrumentalisiert für ein größeres Problem. Weil nicht die App ist das Problem, weil es gibt ja mehrere Instagram macht süchtiger als Zigaretten und Alkohol und vor allem auch das Depressionspotenzial, weil ich habe darüber auch ein Buch geschrieben, verstehe. Dementsprechend habe ich mich lange damit auseinandergesetzt und das Depressionspotenzial bei jungen Menschen ist sehr hoch, es macht süchtig und da gibt es wirklich viele, sie glauben ja nicht so gerne an Studien, aber da gibt es ganz viele Studien. Doch, sehr gerne, nur wenn die fundiert sind, was denn mit TikTok oder Facebook, also mir fehlt der Vergleich. Also ich sage, Instagram hier ist ein psychologisches Instagram Problem ist schwieriger eher. Als beispielsweise Facebook. TikTok war damals noch nicht so weit oben, das habe ich damals nicht verglichen. Aber Sie finden also, Instagram ist kein Problem für junge Menschen? Nee, das habe ich nicht gesagt. Auf jeden Fall ist es ein Problem, weil es ein Zugang zu Social Media ist. Mhm. Daher sage ich, das ist quasi nur eine App von vielen. Mhm. Und ich glaube, es geht eher um den bewussten Umgang. Mhm. Und das ist so die dunkle Seite des Social Medias, eher mit dem negativen psychologischen Aspekt. Mhm. Und aber auch der Werbebranche, weil im TV ist es nicht anders. Wenn ich eine Anfrage an irgendeinen Prominenten sende und sage, hier, pass auf, hast du Lust auf die Werbung, dieses Produkt,
Produkt zu bewerben, dann ist genau dasselbe, ob er das jetzt am Handy macht oder am TV. Am Handy sind die Follower nur näher dran und da ändert sich das Gefüge quasi zum Vorbild. Es gibt ein anderes Problem dabei, ja. Dass mit dem Fernsehen oder mit Zeitung machen viele den Vergleich. Hm. Das Problem dabei ist, bei Instagram haben die Menschen das Gefühl, das ist mein bester Freund, das ist meine beste Freundin. Ja, genau. Es gibt Psychologen in Silicon Valley, die nur dafür angestellt sind, dass Menschen länger Zeit auf Instagram verbringen. Klar, und dementsprechend beim Fernsehen zum Beispiel sind jetzt nicht Psychologen angestellt, damit man länger einer Person folgt. Also es ist wirklich nachweislich so, dass vor allem das Problem ist, dieser Beste-Freundin-Faktor. Die Werbung steht oben ganz klein, es wird nicht in eine Werbepause abgegeben. Werbung und Content läuft fließender ineinander über. Aber wie sehen Sie das denn, Herr Ploss? Die Nachteile, über die wir eben gesprochen haben, die sehe ich natürlich auch. Mhm. Trotzdem haben die sozialen Netzwerke auch Vorteile. Also wenn ich zum Beispiel über meinen politischen Kanal die Leute auch mal richtig mitnehmen kann, ins Regierungsviertel, in den Bundestag rein, auch fragen kann, was ist eure Meinung dazu, ne? Welche Themen interessieren euch, kann ich das sehr gut über Instagram machen oder über andere Social-Media-Kanäle. Und das kann ich über so eine klassische Zeitung oder auch übers Fernsehen in der Form nicht machen. Daher gibt es auch schon Vorteile. Und das war ein schönes Schlusswort.